Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Builders 2. Wir reden mal wieder mit Helena. Hast du als Aufbewahrungsbehältnis sowie die Werkbank aufgestellt? Verstehe, dann musst du nur die vom Bauplan vorgegebenen Gegenstände herstellen und sie in den Aufbewahrungsschrank legen, damit die anderen Monster und Ist die Arse bauen können. Du weißt es sicher bereits, Huxel, aber magisches Springen und Fliegen ist hier auf Mahalla nicht erlaubt. Ich kann dir nicht sagen, warum, doch scheinbar unterdrücken die Kräfte des Meisters der Zerstörung bestimmte Magie. Das ist ein Nachteil, wenn man weit reisen müsste. Auf der Suche nach deinem Freund könnte sich das als problematisch erweisen. Du solltest dir wirklich ein konventionelleres Fortbewegungsmittel zulegen. Da wir gerade von deinem angeblichen Freund sprechen, du seinst davon überzeugt, dass er und der Meister der Zerstörung ein und dieselbe Person sind. Hast du möglicherweise auch den allmächtigen Hagon selbst getroffen? Ja klar, das dachte ich mir. Dann weißt du auch, dass diese Welt samt all ihren Bewohnern nichts weiter als alle Illusion ist. Du bist natürlich eine Ausnahme. Diese Welt ist nicht deine und du gehörst eigentlich nicht hierher. Es gibt nur wenige in dieser Welt, die um ihr Geheimnis wissen. Und noch weniger kommen von außerhalb. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich jemanden wie dich treffen würde. Aber ich bin froh, dass es geschehen ist. Juhu, Aufgabe abgeschlossen. Na denn, kümmern wir uns mal ein bisschen um Materialien, oder? Ich werde einfach mal mir hier so eine Materialien-Ecke einrichten. Ja, ich finde auch, dass wir tatsächlich irgendwie mal so ein Fortbewegungsmittel bräuchten. Denn, der Mantel fehlt mir hier schon. Also das Gleiten fehlt mir hier tatsächlich. Das finde ich echt schade, dass man nicht mehr gleiten kann. Das hat eigentlich immer sehr viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen war das eigentlich immer eine sehr, sehr gute Abkürzung. Naja. So, hier vorne kommt jetzt einfach mal unser Materialienbereich hin. Den können wir ja mal ein bisschen schöner machen. Da geben wir uns mal ein bisschen Mühe. Wir haben so viel von diesem Schluffstein dabei. So. Erstmal wird das hier natürlich alles begradigt. Wundervoll. So. Dann soll das hier noch parallel sein. Alles schön gleichmäßig. Ja, hat auch funktioniert. Also ist hier eigentlich ein Stein drin? Ach, den kann man kaputt machen. Naja. So. Jetzt kommt hier drunter noch eine Ebene. Nicht hier drunter, hier drüber. Und dann hätte ich jetzt gesagt, wollte ich eigentlich hier so ein Mauerwerk wirklich drumrum machen. Damit wir hier einen so einen getrennten Bereich tatsächlich haben, eben um unsere Materialien zu erzeugen. Finde ich ein bisschen schöner, als dass es einfach nur so in der Gegend rumsteht. So. Können die Monster sich direkt mal angucken, wie ordentlich was gebaut wird oder wie man ordentlich baut. Udi-du-di-du-di-dumm. Haben wir eigentlich schon eine Tür? Ja, wir können Türen bauen, aber nur diese großen, diese Gitter, glaube ich, ne? Wie hieß das denn nochmal? Ah, ich wollte nicht auf die Karte. Gitter, 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 Gitter. Naja. So, jetzt kommt hier vorne noch was hin. Ah, nicht das Horn! Ich wollte eigentlich hier so einen Schlupfstein hinlegen, so eine Linie. Genau, das wollte ich tun. Wir können ja mal so ein Tor herstellen. Einfach so aus Spaß. Aber ich kann gar keine mehr herstellen. Oh, da brauche ich schon wieder mal Malrothium für. Naja, dann machen wir später hier noch ein Tor rein. Ich weiß gar nicht, wie breit das Tor ist. Ich denke mal, hier in die Mitte müsste das Tor reinpassen. Ich hoffe, das funktioniert so. Dann haben wir auf jeden Fall einen Raum und in den Raum kommen, wie schon gesagt, die ganzen Altare rein. So, Altar Nummer 1, 2, 3, 4. Einen haben wir noch übrig, der kommt jetzt einfach mal in die Mitte. Oder? Ah, sieht gar nicht mal so schön aus dann. Ach, hätte ich ein bisschen mehr Platz lassen müssen. Ah, nein. Naja, dann ist es nicht ganz so ordentlich, wie ich wollte. Und auf diese Altare kommen jetzt aber mal diese ganzen Gegenstände, die wir gesammelt haben. Also hier die Schuppen. Und da sehe ich auch gerade, wir haben ja gar nichts mehr, was wir hier verkraften könnten. Nein! Oh, nö! Wir brauchen eigentlich mehr von diesen Stacheln und so, damit wir hier überhaupt noch Materialien herstellen können. Okay, dann wissen wir, was wir als nächstes machen müssen. Reden wir vielleicht erst einmal hier vorne mit Grimm de la Grimm. Tut mir leid, wenn ich vorhin nicht so angefahren war vom Bauen. Mir ist klar geworden, dass wir keine Zeit haben, rumzuwipfen und Bäumchen zu drehen. Wir müssen die Arche bauen mit unserer Haupt retten. Es gibt nur ein kleines Problem. Keiner von uns Monstern hat jemals etwas gebaut. Wir wissen nicht, wo wir anfangen wollen.
Du legst Baumaterial in die Aufbewahrungsbox und wir wählen auf dem Bauplan nach, wo es hin muss? Na gut, wenn du 50 Raumfischwandblöcke und 50 Eisenblöcke in diesem Aufbewahrungsschrank legst, dann können wir ja schon mal anfangen. Wenn du mehr Rohmaterial brauchst, kannst du einfach ein paar abgefreifte Stücken des Meisters der Verschwörung in den Altar werfen. Ja, und genau diese Stücke, die suchen wir jetzt mal eben. Dann müssen wir noch einmal zurückgehen an die Stelle, wo wir schon waren. Und noch ein bisschen was abbauen. Ja, auf dem Weg dahin, genau, können wir hier mal die ganzen Krähen bzw. Monster erledigen. Vielleicht steigen wir zwischendurch ja auch nochmal eine Stufe auf. Wäre auch ganz praktisch. Hier vorne haben wir doch den Schwanz oder die Kralle oder was auch immer das ist von Melroth. Von Giganto-Melroth, meine ich. Dudidudidudidum. Ja, wir bauen auf jeden Fall ein bisschen mehr ab. Was ich übrigens auch noch ganz cool finde, wäre, wenn wir hier noch einen neuen Hammer bekommen würden. Ich finde, eigentlich haben wir uns langsam mal wieder so einen Hammer verdient. Wir haben lange keinen neuen mehr bekommen. Dieser Eisenhammer, wo haben wir den gekriegt? Haben wir den auf den Mondbach gekriegt? Oh, ich glaube, in Mondbach war das. Da haben wir diesen Eisenhammer hier bekommen. Und ja, ich finde es eigentlich ganz nett, wenn wir nochmal einen kriegen würden. Aber I don't know, ob das passieren wird. Vielleicht ist das auch schon der letzte Hammer des Spiels. Kann natürlich sein. So, kommen wir hier irgendwie hochgesprungen? Ja! Man muss nur klug laufen. Und dann können wir da oben... Ich meine, wir können jetzt natürlich auch hier die Schuppen abbauen. Die übrigens einen sehr, sehr schönen Spiegeleffekt haben. Wir können die Schuppen abbauen, wir können aber auch einfach hier oben diese großen Teile nehmen. Ja, das sieht doch gut aus! Das sieht doch gut aus, Leute! Die nehmen die ganzen Hörner jetzt einfach hier weg. Und die Hörner, die sollten auf jeden Fall ausreichen, um sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Materialien herzustellen. Und ansonsten, ja, von oben nach unten nehmen wir dann auch noch Haut mit. Wie viel Haut sollen wir denn mitnehmen? Oder wie viele Schuppen? Ha, ich habe halt echt keine Ahnung, wie viel wir so brauchen im Verlauf dieses Kapitels noch. Ha, fangen wir mal hier oben vielleicht an. Wo kommen denn die Krähen her? Die sind hier einfach so gespawnt. Weg mit euch. Oh, kaputt sind sie. So, also, wir bauen jetzt Schuppen ab. Dudidudidum. Das sieht doch gut aus, Leute. Sehr, sehr gut sogar. Okay, okay, okay. Und nur? Okay, machen wir noch eine Ebene. Ja, wie viele Schuppeneinheiten wollen wir denn hier abbauen? Ich setze mir mal so eine Grenze. Wollen wir mal 200 sagen? Also ich meine, 200 ist natürlich relativ viel schon. Aber ich finde, wir sollten schon so 200 dabei haben auch. Es müsste auf jeden Fall erstmal reichen, um hier irgendwie alles zu erfüllen, was wir so in den nächsten Missionen machen müssen. Ich meine, ich habe ja den Bauplan schon gesehen, also ich weiß ja auch grob, wie groß das Ganze wird. Ja, wobei, weiß ich eigentlich nicht. Wir wissen ja nur, wie die erste Ebene aussieht. Wir wissen ja gar nicht, wie groß das überhaupt noch wird, also wie groß diese Arche überhaupt noch wird. Es könnte natürlich sein, dass wir noch weitaus mehr Materialien brauchen. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Dudidudidudidu. Hey, wir haben was Neues bekommen. Sandroter Sand. Hä? Das Material haben wir vorher noch nie gesehen. Nehmen wir es mal mit vielleicht. Ach, das soll hier Blut sein oder was? Soll das Blut sein? Ich glaube, das soll Blut darstellen. Ah, du sollst hämmern. Ha. Okay. Wir nehmen uns einfach mal hier ein paar von diesen Sandblöcken mit. Glücklicherweise regnen die ja alle auf den Boden runter. So, 23 davon müssten reichen. Wir haben 275 von diesen Hauptschuppenblöcken. Und ja, damit gehen wir jetzt aber wirklich mal zurück zum Dorf und schauen mal, ob wir die alle verkraften können. Wo ist denn unser Dorf? Ah, ach, da vorne. Ich habe auch eine Zielmarkierung auf der Karte. Ja, oder Zielmarkierung stimmt nicht ganz. Ich habe eine Markierung des Dorfes auf der Karte. Lalalala. Wir müssen vor allen Dingen auch mal wieder Essen craften. Leute, 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 wir brauchen was zu essen. Mal ein paar Lagerfeuer vielleicht auch oben hinstellen. Ja, ist echt ärgerlich, dass wir uns alles hier nochmal neu aufbauen müssen. Schade, schade, schade. Wir hatten so viele tolle Gegenstände in unserem Heimatgebiet. Ich hatte so viele Heilkräuter dabei. Ah, wir haben so lange Heilkräuter gesucht auf Mondbach. Die sind alle weg. Ja, zumindest erst einmal. Wahrscheinlich kommt man irgendwie ja nochmal zurück.
auf die Hauptinsel, wenn nicht hier alles zerstört wird irgendwann. So, jetzt haben wir aber hier wirklich genug Basiszeug dabei. Und das legen wir jetzt einfach mal hier rein. Platzieren. Kann man da mehrere platzieren? Ach, da kann man richtig viel platzieren. 9 Stück. Ah, das wollte ich nicht. Wo ist der Hammer denn schon wieder? Ich habe schon wieder aus Versehen vom Hammer weggewechselt anscheinend. Nein! Ah, was ist denn hier los? Boah, jetzt aber. Vielleicht machen wir auch erstmal die Krallen überall rein. Beziehungsweise die horrenden Hörner. Denn die bringen ja definitiv am meisten Material. So, verwandeln. 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 Und ihr dürft dreimal raten. Natürlich, auch das hier wird verwandelt. Oh, jetzt kümmern wir uns als nächstes aber wirklich mal ums Essen. Können wir denn schon... Können wir denn schon Feuer herstellen? Also haben wir genug Material für Lagerfeuer noch? Ja, haben wir. Ach, zumindest 2 Lagerfeuer können wir herstellen. War hier nicht noch irgendwo eins da vorne? Hier vorne war noch eins. Ah, Moment. Da lag auch Öl rum. Ab und zu spawnt hier mehr Öl. Das könnte natürlich sein, dass dieses Öl von unserem kleinen Schleimfreund stammt. Der uns das da regelmäßig hinlegt, freundlicherweise. So, damit haben wir 4 Lagerfeuer. Und ich würde sagen, die Lagerfeuer, die platzieren wir auch einfach hier vorne. In unserem pseudo aufgeräumten Raum. Dudidudidudidum. Ist wirklich ein sehr zweckdienlicher Raum hier. Und da braten wir uns jetzt einfach mal was zu essen. Wir können hier zum Beispiel diese Tagliatelle hier nochmal herstellen. Das ist jetzt so das Einzige, was mir auch einfällt, womit wir uns heilen können. Ach, der setzt sich auf das Feuer drauf und dann erzeugt er auf dem Feuer Schleim. Aha, nicht Schleimöl. Gut zu wissen. So ein nützlicher kleiner Kerl. Oh, also Materialien sammeln läuft. Boah, kriegen wir viel. Ja gut, das waren aber auch die Hörner natürlich. Also die Hörner, die werfen ja auch ziemlich viel ab. Nehmen wir mal schreckliche Kralle als nächstes. Ah, es gibt 16 Materialien. Aber von diesen Hörnern kriegen wir ja auch nur Eisen, ist das Problem. Und wir brauchen ja noch andere Sachen als Eisen. Ah, die Tagliatelle sind fertig. Beziehungsweise die Tentagliatelle. Tentakeltagliatelle. Können wir wenigstens mal so ein bisschen was futtern, damit wir wieder rennen können. Dudidudidudidum. So, das essen wir auch noch. Wir machen mal noch ein bisschen mehr Essen. Gut, 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 gut. So ein paar von diesen Ranken haben wir ja auch noch dabei. Materialien sind auch schon wieder fertig. Ja, das geht aber echt schnell. Also das läuft hier wirklich unendlich schnell ab, das Ganze. Dudidudidum. Jetzt legen wir noch einmal hier ganz viele Blöcke drauf, würde ich sagen. So. Und zwar machen wir jetzt einfach mal überall diese Haut jetzt hier nur drauf. Ach, das gibt 72 Einheiten sogar am Ende. Ja, das ist klug, dass man es eigentlich sogar mit der Haut macht. Oder mit den Schuppen. Ja. Da kriegt man so viel Material von. Aber das hätte ich vielleicht von Anfang an machen sollen. Melrothium und so kriegt man da ohne Ende. Okay, dann lassen wir das jetzt hier einfach mal durchlaufen. Und währenddessen... Ah, wir können noch was essen. Währenddessen legen wir schon mal Materialien in den Kühlschrank rein. So, einmal futter ich jetzt. Ich futter jetzt nicht nochmal auf 100% hoch, damit wir das Ganze hier einfach ein bisschen effizienter nutzen. So, also, was müssen wir denn bauen? Beziehungsweise craften. Wir brauchen 438 Eisenblöcke. Die können wir sogar schon herstellen. Okay, Nummer 1, hergestellt. Sehr gut. Dann brauchen wir 616 Raumschiffwandblöcke. Da können wir aktuell nur 500 herstellen. Ja, nur ist gut, ne? Ist ganz schön viel eigentlich. Okay, 9 von diesen Blöcken hier können wir auch schon herstellen, von diesen Eiseneckblöcken. Gut, und ansonsten... Die anderen Sachen können wir leider alle nicht mehr herstellen. Da haben wir schon wieder zu wenig Material für. Mann, Ometer, muss man hier viel sammeln? Und es ist wirklich sehr futuristisch. Schaut mal, wie dieser... Ach, das ist gar kein Kühlschrank. Das ist wirklich irgend so eine Sammelbox. Die öffnet sich nach vorne. Oh Mann, das wusste ich gar nicht. Naja.
Ah, jetzt habe ich hier meine Materialien aus Versehen in den Rucksack reingepackt. Könnten wir alles hier schon mal reinlegen, was wir später in den Schrank legen müssen. Das hier wollte ich eigentlich haben. Diese Schuppen. So. Die kommen nämlich jetzt schön hier wieder auf die Zaubertables drauf. Ja, ist auf jeden Fall ganz nett. Macht mir auch sehr viel Spaß bis jetzt mal, Halla. Finde ich, ist ein cooles Kapitel. Wusste auch nicht, dass das hier überhaupt noch kommt. Ich schätze mal, das Kapitel wird aber wahrscheinlich nicht so lang sein. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich eher kurz sein. Ist ja mehr so eine Art Endkapitel. Also ich glaube, hiernach wird wahrscheinlich nicht mehr wirklich was kommen. Sind wir ganz schön weit gekommen auch. Alter Schwede, wie lange spielen wir das Spiel denn jetzt schon? Das ist Part Nummer 120? Nee, 121 ist das, glaube ich. Part 121, alter Schwede. Spielen wir schon lange Dragon Quest Builders? Naja, aber wie schon gesagt, also es macht auch wirklich immer noch Spaß. Also, es macht tatsächlich genauso viel Laune wie ganz am Anfang. Liegt auch mit daran, dass das Spiel halt einfach unendlich abwechslungsreich ist, muss man fairerweise nochmal dazu sagen. So, mehr Materialien. Und zwar 116 von diesen Raumschiffblöcken. Ja, ja, ja. Crafte du mal. 4 von diesen glänzende Raumschiffwandblöcke. Gut, dann 5 Rampen. Das wird ja echt voll das Raumschiff. Ich glaube, das wird ein Raumschiff. Kann das sein, dass die Arche in Wirklichkeit ein Raumschiff ist? Ich glaube, das ist ein Raumschiff. Alter Schwede, da wird das Spiel kurz vorm Ende noch super futuristisch. Mega, mega geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, wieder ein paar Blöcke mehr. In Ordnung. Dann haben wir diese Eckblöcke hier noch. Dann brauchen wir noch 3 Tore, denn eins möchte ich da vorne für meine Kammer haben. 1, 2, 3. Gut, haben wir auch. Und dann brauchen wir noch Röhren ohne Ende. Hiervon brauchen wir wie viele? 8 Stück. Gut, kriegen wir auch hin. Dann hiervon 3 Stück. Und hiervon 23 von diesen großen Bolzen. Okay, haben wir auch. Ja, und ich glaube, dann haben wir tatsächlich alles zusammen. Ja, das sieht gut aus. Okay, wir haben wirklich alles zusammen. Platzieren wir mal alles da drin. So, das kommt rein. Das hier. Das hier. Dann die ganzen Gegenstände hier. Gut, dass ich die ins Quick-Inventar gelegt habe. Okay. Habe ich noch was in meinem eigenen Inventar? Ah! Ja, habe ich noch. Und zwar diese Zitadellenmauerblöcke. Die Bolzen. Okay, das war's auch tatsächlich. Gut, dann legen wir den ganzen Kram auch hier rein. Heißt die Zitadellenmauer und diese großen Bolzen. Und dann war's das. Ja, ich würde jetzt die Quest normalerweise auch abgeben, aber ich will noch einmal hier Materialien drauflegen, damit wir einfach eine sehr gute Kette haben an Materialien. Damit uns die nicht irgendwann ausgehen. Ne? Also es ist ja natürlich ärgerlich, weil wir hier Zeit verschwendet haben und hier nicht die ganze Zeit Sachen draufgelegt haben. So. Kann man davon eigentlich auch mehrere drauflegen? Habe ich gar nicht ausprobiert. Da kann natürlich auch sein, dass ich hier 9 Hörner gleichzeitig drauflegen kann. Weiß ich gar nicht. Naja. So, auch das kommt hier alles drauf. Okidoki. Und jetzt geben wir aber mal unsere Quest ab. Krii! Er hat für die Blöcke, um die ich dich gebeten habe, in die Aufbewahrungsschrank gelegt. Ich hoffe, das war nicht zu viel Arbeit für dich. Jetzt müssen wir morgen mit dem Baum loslegen. Wir sind wahrlich die allerersten Monster, wie etwas bauen. Irgendwas an dir ist wunderbar, Huckfel. Ich denke, es hat eine Art mysteriöse Kraft. Nein, du hast sie. Immerhin sind wir monströsen Mitglieder der Kinder Hagons. Heftige Gegner jeglicher Art des Baums. Und doch helfen wir dir alle beim Konstruieren dieser Arche. Ich habe dir zuvor zwar nicht geglaubt, aber meine Meinung habe ich inzwischen geändert. Du musst dem Meister der Verstörung wirklich ein guter Freund sein. Juhu, Aufgabe abgeschlossen. Und direkt die nächste. Also gut, Fuchsel, alles ist bereit. Wir können endlich mit der Arbeit an der Arche beginnen.
Wir Monster können gar keine Gegenstände herstellen. Das ist deine Aufgabe. Aber wir können auf jeden Fall einen Bauplan erstellen, beziehungsweise die Gegenstände auf den Bauplan drauflegen. Falls uns etwas aufgeht, kannst du mehr Gegenstände besorgen und sie einfach in den Aufbewahrungsschrank legen. Falls dir die Materialien ausgehen, holst du dir einfach ein paar Hörner, Puppen oder Klauen und tust sie auf den verbotenen Altar. Dann ist alles im Butter. Den Rest kannst du ruhig uns überlassen. Die Arche wird schon bald fertig sein. Ja dann, fangt ihr denn jetzt auch an zu bauen, Leute? Ah, die machen hier auch Blöcke kaputt, die falsch gelegt wurden. Ja, die zerstören hier eben auch ohne Ende. Das ist ja cool. Können wir uns eigentlich schlafen legen? Nee. Es gibt hier auf Malhalla offensichtlich gar keinen Tag-Nacht-Rhythmus. Also hier ist irgendwie immer Tag. Ja, oder ist hier immer Tag? Könnte natürlich auch immer Nacht sein, keine Ahnung. So, was machen wir denn noch? Wir können uns ja mal derweil ein bisschen um Essen kümmern. Ach, die Tür habe ich da gar nicht reingelegt. Ah! Die Türen müssen auch noch in den Aufbewahrungsschrank. Öffnen? Wieso kann ich die Sachen eigentlich nicht direkt da reinlegen? Naja. So. Legen wir erst einmal nochmal Materialien hier drauf. Und wie schon gesagt, dann kümmern wir uns aber auch um das Sammeln von ein bisschen Nahrung. Du-di-du-di-du-di-dumm. Ja, wenigstens kriegt man echt viel Materialien hier raus. Also, was jetzt blöd wäre, wäre, wenn man hier, keine Ahnung, immer nur ein Material als Austausch bekommen würde. Keine Ahnung, für eine Schuppe ein Eisen oder so. Da würde ich, glaube ich, die Krise kriegen. Aber ist ja nicht so. Kann man denn diese Blüten hier auch kochen? Kann man die da drauflegen? Nee. Oder? Platzieren, platzieren. Nee, man kann die tatsächlich nicht da drauflegen. Dieses Material kann nicht gekocht werden. Was? Man kann hier keine Pilze kochen? Kann doch gar nicht wahr sein. Ja, dann müssen wir wirklich nochmal diese Ranken suchen. Anscheinend sind die Ranken das Einzige, was man hier essen kann. Das irritiert mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, so eine leckere, knusprige Blüte oder so ein leckerer, knuspriger Pilz. So eine Pilzpfanne oder so wäre hier auch noch drin. Naja, dann nehmen wir mal die räudigen Ranken hier vorne. Glücklicherweise gibt es ja hier sehr, sehr viele davon. Sind ja auch immer in der Nähe von den Blumen, das heißt, so oder so kriegen wir unsere Nahrung also indirekt über die Blümchen selbst. Über das Wurzelwerk der Blümchen. Hier vorne ist noch eine große Pflanze. Da, 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 da. Ja, was machen wir denn dann mit den Pilzen? Wofür sind denn die Pilze gut? Konnte man da nicht irgendwie so eine Anti-Gift-Trank oder so daraus herstellen? Man konnte sich da irgendwie mit entgiften, glaube ich. Tja. Finden wir vielleicht noch raus. Gehen wir erstmal zurück zum Lager. Wir haben jetzt genug von diesem Kram gesammelt. Da, 19 räudige Ranken haben wir. Das sollte eigentlich erstmal ausreichend sein. Schaut mal, wie schnell die Leute hier bauen. Also das geht wirklich rucki-zucki. Und ich glaube tatsächlich, dass das hier ein Raumschiff wird. Also ich glaube, dass es am Ende irgendwie ein Raumschiff darstellen müsste. Naja. Sehen wir ja dann, wenn es fertig ist. So, Materialien wieder runternehmen. Das alte Prozedere. Wir können ja gleich mal gucken, ob wir noch irgendwas herstellen können. Ich glaube aber erst einmal nicht. Dann platzieren wir hier einfach mal... Ah, nein! Die Tagliatelle! Ich wollte die Tentakel hier platzieren. So, jetzt aber. Dann platzieren wir mal hier alles und dann würde ich sagen... Gehen wir nochmal an den Crafting-Table, wie gerade schon erwähnt, und schauen mal, können wir noch irgendwas Sinnvolles herstellen? Naja, ich meine, wir werden wahrscheinlich auf Dauer noch mehr Raumschiff-Ecken brauchen. Und vermutlich auch irgendwann so eine Aussichtskuppel. Alleine die Aussichtskuppel führt eigentlich schon dazu, dass ich glaube, dass es ein Raumschiff wird am Ende. Das sieht alles wirklich so futuristisch und raumschiffmäßig aus. Das wird es wahrscheinlich am Ende. Und das werden wir auch noch rausfinden, was das hier für ein Gebäude wird. Aber nicht mehr in diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Part hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Dragon Quest Builders 2 und dem Bau unserer Arche. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.